Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist mal so. Jaguar? Die fährt so. Oh, ein Jaguar ist immer recht, glaube ich. Ich höre ihn nur. Nee. Ach komm. Und damit herzlich willkommen zurück zu Green Hell. Ich stehe irgendwo rum und Ralle ist noch zu Hause. Hallo. Hallo. Irgendwo hört man sie. Man hört sie jetzt irgendwo zwischen den ganzen Wäldern. Ich weiß es nicht. Ich hab zumindest eine gute Nachricht. Oh, das ist sehr gut. Unser Räuchergestell mit Lagerfeuer drunter funktioniert. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch auf Regen warten und gucken, ob es auch beim Regen funktioniert. Ne, geht einfach raus. Für unsere Hoffnungen und Träume hier. Okay, ich bin zumindest jetzt wieder in unserem alten Lager. Ich setze mich mal eben ganz kurz anders hin. Oh. Ja, dann ist hoffentlich, ja, ich meine, dann ist immerhin dein Rucksack jetzt, hat jetzt Platz für die ganzen Sachen, die wir da gelassen haben. Klasse. Hat ja auch was Gutes irgendwo. Und die Frucht, die du angebaut hast, da ist es was gekommen, ich kann die pflücken. Oh, ich hab eine Axt von dir aber im Inventar und mein Speer ist dafür weg. Das oh Mann. Sehr gut. Ich habe eine rostige Axt anstatt meinen Speer im Inventar. Ach, ja, finde ich ja super. Super. Ach, das ist dieses Prinzip. Ach, ich. Dieses komische Prinzip von dem Spiel, das ist ein bisschen, naja. Okay, ich versuche zumindest alles mitzunehmen, was ich irgendwie mitnehmen kann. Ach, und ich habe wieder zwei Kokosnuss-Getränkeflaschen im Inventar. Ja, ich jetzt auch wieder. Eine. Ach, Mann, ey. Nein, wir ercheaten uns die Sachen nicht absichtlich. Ach, der vierzackige Speer liegt hier auf dem Boden beim Lagerfeuer. Hä? Meine Sachen liegen doch? Nee, aber also ich habe ja irgendwie scheinbar deine rostige Axt, wenn du sowas vorher hattest im Inventar. Ja, ja. Dafür liegt mein Speer auf dem Boden, den ich vorher hatte. Oder deiner. Ich meine, du hattest ja auch einen vierzackigen. Vielleicht ist es auch dein. Ich hatte sogar zwei. Ja, ja, nee, hier liegt aber nur einer rum. Alles andere liegt hier nicht. Ach so. Wahrscheinlich, weil die rostige Axt irgendwie besser ist, denkt sich das Spiel, speichern wir lieber das ab, als ich weiß es nicht. Ich glaube, das Spiel denkt sich einfach gar nichts. Ich glaube auch, also bei den Sachen. Ich bin mal gespannt, was die von den Sachen nehmen. Alter, hier sind eine Million Federn drin. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn das jetzt auch beim Regen hält, noch unser Feuer unter dem Räuchergestell, dann würde ich tatsächlich da vielleicht ein großes Feuer hinmachen, dann, was wir am Laufen halten. Ja. Meinst du nicht, das andere Lagerfeuer ist auch schön? Ja, aber das ist doch Quatsch, zwei die ganze Zeit am Laufen zu halten. Das ist ja, doch gut, nur Holzverschwendung. Schon. Und genau das können wir ja da drunter bauen, dann, mit den. Also, das sollte ja passen, denke ich. Ich nehme mir gerade jeden Scheiß mit, dann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, guck, was ist denn in den Kisten noch drin so? Ach ne, wir haben da noch keine Kisten, ne? Wie? Oder zwei doch, Stück sogar, doch, ich mach die gerade leer. Ich wollte sagen, doch hatten wir natürlich schon Lemischer und alles. Lemischer. Ja. Das Eisen, das wäre gut, wenn du das mitnimmst. Welches Eisen? Wir müssen Eisenerz, glaube ich, in der Obsidian, Kiste haben. Oder geschmolzenes Eisen, irgendwas haben wir da. Ach, geschmolzenes Eisen, ja, stimmt. Ich habe gerade einfach nur rübergeschoben. Ja, ich würde ja sagen, nehm die ganze Schmiede mit, aber... Ja, ist ein bisschen hart. Ist glaube ich nicht so. Ist klar. Machbar leider. Aber dann könnte ich ja, ich könnte ja jetzt mal als nächstes die Sachen wieder bauen, so eine... Problem ist, ich kann auch nicht einfach losrennen, ich muss mir halt irgendwie irgendwas zur Verteidigung mitnehmen. Ja. Naja, gut, einen Stein wirst du hoffentlich finden, irgendwie, und dann. Oder einfach nur einen langen Stock dann hier mit als Speer oder so. Ach komm schon, das kannst du nicht mitnehmen. Lagerfeuerasche nicht mit. Eigentlich. Oder soll ich direkt erstmal eine zweite Kiste machen, damit du gleich. Also, mein Rucksack ist zumindest voll. Ja. Sagen wir mal so. Ach ja, hier unten ist auch noch was. Langer Stock. Warte, nehmen wir mal mit. Langer Stock und dann brauche ich normale Stöcker. Tja, zumindest ist das Fleisch schon alles getrocknet. Zumindest Verpflegung. Jetzt die Blume ist getrocknet. Und ich kann speichern.
getrocknet. Hält 8 Stunden? Dafür, dass getrocknet ist, hält es nur 8 Stunden? Nee, weil das steht da ja schon ein paar Tage rum. Unser so. Altes, also, das wird ja auch schlecht, während das auf dem Gestell ist. Na toll. Ey, Moment. Unbekannte Blume, die wird nicht schlecht. Ach nee, die kann ich kochen. Ja, die getrockneten Geschichten da irgendwie, aber die getrockneten kannst du, glaube ich, auch nicht kochen. Das finde ich auch wieder doof. Aber ich weiß das auch nicht genau. Okay, ich brauche zum... warte, ich brauche... Na... So, Seile. Seile. Ich brauche mehr Seile. Ah, Seile. Sonst keine Holzstücke rumliegen. Das sieht doch doof aus. Ist hier. Kaimanen-Echse habe ich hier noch gefunden. Sammeln. Die war unter deiner Falle da runter. Hm. Warte, wir machen ja, die Falle da hinten ist auf jeden Fall cooler als die hier. Vor hier sind immer nur die blöden Spinnen und so. Stimmt. Ja, jetzt schon wieder. Ach komm hier. Hier muss doch mal irgendwo noch ein Ast rumliegen. Hallo, habt ihr mal einen Ast? Ein Ast, ein Ast, ein Ast. Kein Mann, Echse. Schon wieder. Ich lasse die jetzt erstmal drin. Ja. Ach, weißt du, ich finde es allen nur lange Stücke. Ich nehme es beide mit. Kann ich mir wenigstens 2 Speere machen, nur weil ich kleine Äste gefunden habe. Du kannst ja, wie gesagt, also jetzt einfach auch nur den langen Stock nehmen und dann hast du einen schwachen Holzspeer oder sowas. Nee, mach ich unterwegs. Muss mich ja irgendwie durchknüppeln. Aber, warte, ging doch auch mit Steinen. Warte, ich brauch nur Steine finden. Haben wir auch Steine rum? Überleg dir auch, ob du nochmal schlafen gehst, bevor du losläufst. Ich weiß ja nicht, wie mit deiner Energie dann aussieht. Die war ja gerade voll gewesen. Liegt denn irgendwo ein Stein rum? Liegt da nichts mehr. Ich hab alles. Oh nee, hier schon wieder irgendwie am. Nee, da gehe ich nicht hin. Der war schon wieder am Zippeseln. Oh, Mäuschen. Wir laufen hier mit dem Mäuschen rum. Aber hier muss ein Stein rumliegen. Nein. Was denn? Nein. Doch. Ich laufe im Urwald rum, hier liegt nichts rum. Ach, Feuerbrett habe ich auch noch. Ja. Da läufst du durch im Urwald, da liegt ja nicht. Was ist das denn für ein Geräusch? Nein! Schmeißen. Ah ja klar, da ist auch eine Schlange da vorne. Wie hab ich die gesehen? Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist immer so... Jaguar? Die wird so... Oh mein Gott, du hast immer recht, glaube ich. Ich höre ihn nur. Nee! Ach komm! Fahrst du durchs Klar, ey. Nee! So wie ein Hund. Weg! Ich krieg neue Einträge. Welche habe ich verwendet? Natürlich nicht. Na, guck mal nochmal, was habe ich denn jetzt Feines? Alter. Alter. Alter, das sieht aber nicht schön aus. Das ist aber. Was schön ist aber anders. Ach, come on. Ich hab halt nichts. Ihr findet halt auch keinen Stein. Ja, klar. Was jetzt? Ja, ich spawne zumindest hier in der Nähe, ne? Vielleicht sollte ich nochmal ganz schnell zurückrennen. Und die Sachen wieder ins Lager packen.
Weil ich habe jetzt gerade irgendwie Fieber bekommen. Oh Gott. Oh Gott. Das schaffe ich nicht bis zum Lager. Warte doch, ich habe was zu essen. Ich muss gegenregenerieren. Ne, das reicht nicht. Ach ja, stimmt, das reicht nicht. Das gegenregenerieren. Oh oh. Das ist halt echt so ein absolutes Fail-Let's Play, ey. Nee, jetzt hat er den mal hingeworfen. Das wichtigste Fleisch rein. Oder halte ich ja wieder mit einem. Ach nee, stimmt. Nee, ich hab ja keine Wunde verbunden. Oh nein, ich fall jetzt um. Tschüss. Oh nein. Ey, da gibt minus 20 geistige Gesundheit. Kannst du mal aufhören zu sterben? Oh Gott. Oh, warte, ich bin wieder da. Oh, wieder in demselben Ort. Cool, da kann ich ja wieder hin. Oh, ich hab schon wieder gelogen. Ey, man kann tatsächlich mehr als 3 lange Stücke gleichzeitig tragen. Hä? Okay. Waren da 3 Holzstücke? Ich hatte auch schon wieder. Oh Gott, boah, jetzt hab ich mir ein bisschen erschrocken. Ist gerade Papagei so richtig quer durchs Gesicht geflogen, quasi. Oh, ja. Ach, jetzt liegt ein kleiner Stock rum. Geht doch kacken, ohne Spaß. Hab ich die langen Stöcke halt nicht mehr. So, ich nehme mal wieder die ganzen Sachen mit dir noch rumliegen, so viel dürfen es ja nicht mehr sein. Mann, ey. Also, ein geräucherter Diskusfisch hält 3 Tage 21 Stunden. Also wahrscheinlich 4. Ich hab den nur zu spät runtergenommen, glaube ich. Okay. 3 Tage. Gut zu wissen, ja, fast 4. 4 Tage. Wir waren doch länger als 4 Tage nicht hier, oder? Ein geräucherter jetzt. Ein ja, aber ich habe ja auch geräuchertes Fleisch hier. Nee, du hast getrocknetes. Ach ja, das stimmt. Getrocknetes hält, meine ich, irgendwie 5 Tage oder so. Also okay. Ist halt tatsächlich besser. Eigentlich. Toll. Aber Räuchern ist schon mal, also ist auf jeden Fall auch okay, um die Sachen da zu verlängern. Wenn ich jetzt einfach losrenne, dann macht ja auch keinen Sinn, wenn wieder der komische Vieh kommt. Ich meine, du kommst, du explodierst jedes Mal ein Stück ein bisschen weiter näher. Irgendwann komme ich nur noch mit einem Knochen an. So, wo der Rest der übrig geblieben ist. Oh Gott, ey. Naja, eigentlich, du verlierst ja das. Also, eigentlich hast du schon das volle Inventar noch, bis auf die Waffen. Sollte. Ich sag mal, nicht im Ansatz. Mein Inventar war vorhin komplett voll und jetzt ist er nicht mal zur Hälfte. Okay, schade. Achso. Ja, das ist. Ja. Also richtig, die ganzen Federn sind auch alle weg. So 2 habe ich nur noch oder ne, ja, eine. Ja, Federn sind nicht schlimm, haben wir hier ja auch noch genug. Ja, aber ich hatte ja irgendwie, weiß ich nicht, 5 Millionen. Achso. Ja, aber das ist ja weg, weil du. Also. Oder hattest du die jetzt aus dem Lager? Die, ja, die aus dem Lager. Vorher. Achso, mit einer echten 5 Millionen Federn, ja gut. Ja, gut. Weißt du, das ist halt Survival, ne? Survival. Das ist einfach so. Ja. Okay, jo, dann esse ich mal davon ein bisschen weit. Ist ja jetzt nicht so, dass wir da jetzt Sachen hatten, die wir nicht selbst wieder irgendwo beschaffen können. Doch. Selbst hat Eisenerz und so. Das. Okay, ich renne jetzt einfach durch. Oh, ist noch ein Banner. Nee! Was denn? Ach, die scheiß Maus. Alter, schreib mich doch nicht so. Warte, du machst doch voll das süße Geräusch. Ja, aber ich hab mich übrigens erschrocken gerade. Ich dachte, das ist wieder am Zischen oder irgendwas, oder? Ach. Ja, ach, ja, okay, ja, stimmt, ich hab mich nicht erschrocken. Tut mir leid. Ach. Find's halt auch nirgendwo einen Stein. Bist halt im Urwald, find's keinen Stein. Blauer Frosch, geh weg. Okay, wir haben schon 5 Millionen Federn in der neuen Kiste. Das ist ja schon wirklich nicht schlimm. So, was tust du da unten?
Aber irgendwas plätschert doch hier. Wer bist du? Du bist dort. Oh, die kleinen Schweinchen laufen hier rum. Moment, muss eben kurz hier. So, okay, weiter geht's. Gucken, ob die Aufnahme vernünftig läuft. Schon mal die Fangesänge. Wenn die jetzt auch noch angeschissen kommen. Das ist halt im Tagebuch auch so genial, ne? Wie wenig wir eigentlich an Handwerkskram schon freigeschaltet haben, aber wie viel wir an so Verbrennung, Lebensmittelvergiftung, Dreck, Wurm, Fieber, Egel, Risswunde, Kratzer. Immer halt echt viel mehr Sachen, die uns töten, freigeschalten. Ja, das Beste ist, wir lernen auch nichts groß dann. Das sind Sachen. Nee, so gar nicht. Irgendwann sagt das Spiel auch so, jetzt aber. Also mehr kann ich nicht reinschreiben. Mehr Informationen kann ich nicht geben, mehr gibt's nicht. Ja. Aber ich hab deine Steinklinge, das ist das Erste, was ich gelernt habe. Egel. Hey, ich hab einen Tagebuch für Egel bekommen. Wieso lerne ich auch mal Sachen? Warum jetzt erst auch, vor allen Dingen irgendwie. Ich glaube, ich lerne gerade neue Sachen, die habe ich alle nicht. Wahrscheinlich, weil du wie ein neuer Char behandelt wirst jetzt wieder. Ich gehe mal von aus. Mal, alles verloren hast. Alter, hier sind halt auch 1 Million Einträge drin. Also mein ganzes Buch ist am Leuchten. Ich verstehe das echt. Also das Spiel ist mir, also was sowas angeht, das haben sie echt nicht so gut gemacht. Oder wir sind zu doof, das zu kapieren. Aber ich habe die Probleme ja auch schon bei anderen Leuten gesehen. Also kann das eigentlich nicht sein, dass wir da. Was bist du denn für einer? Zu doof sind. Bist du ein Bombard? Oh, hier läuft der riesige Gecko rum. Der ist auch cool. Ich bin gerade in einem alten Lager hier, wo wir auch schon mal waren, wo die Einfunden waren da und so. Also vorhin ist auch gut. Ja. Letztens. Ja. Aber dann bist du jetzt ja auch, also, wenn so weit muss ja auch nicht unbedingt dann laufen. Nein. Ich höre schon wieder irgendwas rascheln. Wo raschelt's? Nee, mach das weg. Ich bin gerade hier gute Dinge. Ich sprinte halt auch schon nicht extra, damit ich nicht aus Versehen wo rennen. Ja. Warte, ich muss mich gleich irgendwo links halten, ne? Boah, ey, ich muss unbedingt nur einen neuen Steinfall irgendwo bauen. Mir geht das so auf den Keks, dass da immer nur die doofen Spinnen drin sind. Ich weiß auch nicht, ob du überhaupt irgendwas mit denen machen kannst, so großartig. Ja, du kannst ja grillen. Ja, aber das gibt's ja, also das ist ja schlecht, das gibt immer Minusgesundheit, also das bringt nicht viel. Ich habe ja gehofft, dass man den irgendwie das Gift abzapfen kann. Na klar. Und dann vergiftete Pfeile machen kann oder sowas. Gibt's bestimmt irgendwie. Oder von diesem Pfeil Giftfrosch. Ja, aber dann kannst du das lieber mit den Fröschen machen. Aber, ja, aber die will ich ja nicht anpacken, weil dann bist du immer, wenn die Unbox, Junge. Dann bist du mal halb tot. Also wirklich. Die hauen ja voll rein. Hey, solltest du die einfach vorne aufspießen? Auf den Fallen dann die Leute mit. Ja, wie ist denn jetzt? Keine Ahnung. Ich bin falsch. Was sind 50, jetzt 15 ungefähr. Was sind das hier? Bin ich denn hier? Ja, vielleicht entdeckst du ja auch neue Sachen, das ist ja auch schön. Ich entdecke gerade neue Sachen. Was ist das hier, so eine Höhle? Ne. Da drüben sind irgendwie Bäume abgeholzt worden. Bin ich. Was? Wo? 15? Gibt super viele interessante Stellen auf der Map, also. Ja, ich glaube, ich bin einfach gerade ein bisschen falsch abgebogen, aber ich bin durch die Höhle durchgegangen, wo die ganzen Hände drauf waren. Alter, hätte ich mich rechts halten müssen, ich bin links gelaufen. Gerade dunkel, oder? Hallo? Ja, also bei mir ist schon wieder zu. Was ist das denn? Ist gerade runtergefallen? Was ist denn da raus? Okay. Ich komme langsam ins gefährliche Gebiet. Ja! Ich sag's auch noch! Ich sag's halt in dem Moment! Giftete Wunde. Oh, Alter.
Nee. Das ist aber jetzt richtig ärgerlich. Ich brauche halt irgend... Wetter, irgendwas. Ja, jetzt ist er auch noch müde. Ich bin müde. Er hat keine anderen Probleme gerade, Herr Kollege. Wo bin ich denn hier? Was ist er doch nicht mehr? Da unten ist das Wasser. Hier war der Leoparden-Tiger-Löwenangriff. Maus, hau ab. Ein Wombat. Ja klar, und da drüben ist ein Tiger. Ein richtiger Boah. Tiger oder ein Jagd? Du weißt, was ich meine. Ich meine nämlich, ich hätte letztens, kann auch sein, vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber ich hätte einen Löwen gesehen, weiblichen. What? Oh nein, ich hänge fest. Nein. Weil das eigentlich keinen Sinn macht, weil die auch nicht alleine unterwegs sein sollten, so, aber. Ich bin fast da. Fast tot. Ich bin wirklich fast da, ich muss mich hinlegen. Ja, muss ich nur, ja, damit du da auch respawnst wieder. Scheiße, du hast recht. Ja. Nein. Alter, Bett frei, wo ist dein Bett? Nee. Ich muss irgendwas essen. Trinkt erst oder irgendwas, keine Ahnung. Ich muss halt an Energie kommen. Da ist ein Lagerfeuer, drin. Ich meine, ich bin hier gerade die ganze Zeit am Verbände am Craften und so. Ne? Ja, ich würde einen nehmen. Vielleicht hast du einen fertig? Ich gerade noch was, aber ich habe ganz viele hier fertig. Weißt du, ich brauche einen gegen Gift, ich bin da. Ja, hier in der Kiste. Nee, nicht in die Kiste hinpfeifen, ganz schnell. Ja, hab ich nicht. Musst du in die Kiste, hab ich reingelegt. Oh. Ja, du hast doch noch relativ viel HP. Ja, aber keine Energie mehr. Ja, dann bist du ohnmächtig. Leg dich ins Bett zum Respawn. Ja, ja, hatte ich ja vor, aber der muss ja im Verband drei Minuten angucken. Oh, oh. Das ist rot. Leg dich hin. Alter. Aber du hast es geschafft, du bist hier, ja. Ja, jetzt blinkt meine Uhr schon wieder. Du bist selbst schuld, ey. Du musst nicht so schreien, ey. Ach stimmt, meine ganze Rüstung ist ja auch weg. Ja, ich glaube, ich bin auch nochmal wieder fast zu gedöns. Hier, trink das, was hier auf dem... Ich weiß nicht, was die macht, aber... Ja, ich klicke hier. Ich hab da irgend so eine Infusion gebraut. Warte, ich wollte mir gerade mal so einen Fisch hier runternehmen und den Fisch essen. Ist der schon durch? Ist ja, er fertig? Also ich hab fertiges sonst aber. Ja, ich hab auch noch neues Zeug draufgeschmissen. Infusion, trinken. Bringt Energie oder bringt von allem ein bisschen was. Na guck. Okay, Bananen. Hat jetzt schon länger nicht mehr geregnet, ne? Irgendwie nicht. Aber ich auch schon über Wasser. Ja, ich hab den großen Schildkrötenpanzer, hab ich den noch gelassen. Billy. Den Club 1, 2. Okay, was? Banane kann ich dir noch anbieten? Bananen haben sie noch dabei. Ja. Doch, sieht glaube ich wieder gut aus. Da liegt ein Seil rum. Nicht ein Seil. Echt? Bei mir nicht. Im Lagerfeuer lag hier ein Seil rum. Glaube ich. Wieder, ach ja, hier, die Axt liegt hier, ne? Auf dem Tisch. Was? Wo? Die kannst du dir nehmen. Ach lol. Liegt die da bei dir? Nice. Ja, gut. Oh, hier ist ein Dach in der Tasche. Ach, lustig, bei mir war der jetzt schon offen und leer wieder. Gut, dass du dich nochmal looten kannst. Ich mach hier Licht auch nicht nochmal rum. Nee. Mensch, da also bin ich ja doch noch angekommen. Solo, was denn? Gab's hier auch nicht. Also an der Stelle, wo du was hier gefunden hattest, gab's da nix. Hab extra nochmal geguckt. Ach, echt? Ja. Wir müssen hier so ein paar Knochen. Ich leg mal die Knochen hier rein. So. Ja, wie passt der? Passt da jetzt nicht mehr. Ich kann auch grillen. So.
grillen. Hier sind wir sehr räuchern. Da. Für Feuer ist noch ein Brennen. Ah, ich hab noch ein paar Stöcker bei für Feuer. Ich schmeiß die mal drauf. Ja, ich bin die ganze Zeit nur die Feuer wieder am Auffüllen. Also zu was anderem komme ich fast gar nicht. Deswegen, also sollten wir uns echt überlegen, ob wir. Ja, dann lassen wir das einhalten. Können mit einem Feuer. Wir können da ja theoretisch sogar ein Lagerfeuer rausmachen. Da können wir leider noch drunter grillen. Ja, ja, das ist ja mein Plan. Ach so. Deswegen, ne? Dass wir da halt ein großes Feuer drunter bauen, so wie das in der Mitte halt ist. Nur, ich wollte eigentlich auf Regen warten, um zu gucken, ob das ausgeht bei Regen jetzt. Aber irgendwie hat das die ganze Zeit nicht geregnet. Alter Gürteltier, hast du mich gerade erschrocken? Yep. Oh. Ich hab ja nur in deine Richtung nur rennen gesehen. Ja, eben! Also, keine Ahnung, weil der so voll angerannt kam, ist von dir weggerannt, ist aber voll auf mich zugerannt. Nicht erschrecken, ist nur ein Gürteltier, brauchst nicht erschrecken. Ja, ist ja gut, ist was ja denn? Gut, er hat's verstanden. Was denn? Was denn nur? Aber ey, so ein Gürteltier ist auch ein bisschen größer als eine Maus, ja? Ich hab die Maus ja nicht mal gesehen, ich hab nur quieken gehört. Ja, eben, aber quieken ist doch voll süß, ey. Vom Gürteltier auch. Das ist mega nervig, ey. Nein, das ist nicht nervig. Ja, viel zu laut und übertrieben, tatsächlich. Quatsch. Nein, das wäre das Ding dahin. So, hat das noch ein Ding? Perfekt, da kann ich mir letztendlich erstmal wieder. Neues Zeug, was ist das denn? Unbekannte Frucht. Was ist das denn? Ich habe eine Gurke gefunden. Ja, aus sowas habe ich gerade so eine Infusion gemacht. Nehmen. Ey, wo will ich suche gerade halt wieder die gelben Blüten die ganze Zeit, damit wir unsere Medizinkiste mal ein bisschen verbessern können. Es gibt also diese ganzen Infusionsgeschichten, da gibt es auch welche, die Fieber senken und so Kram, aber die kannst du halt nicht mitnehmen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du diesen Kokosnuss-Bidon, wie auch immer das Ding jetzt heißt, ob du den auch mit sowas füllen kannst. Fiebersenkenden, aber ich glaube eher nicht so. In so einer fiebersenkenden Suppe oder so. Ja, wenn die Suppe da gekocht wurde, bestimmt. Das wäre vielleicht mal. Oh, Stock. Wenn wir jetzt eh jeder zwei noch im Inventar haben. Ach. Ich brauche keine Fieber, meine ich, so schlimm ist, sonst eigentlich muss schlafen. So. Oh. Ah, hier. Der ist direkt wieder hier. Das. Perfekt. Nein, macht er denn da? Nein. Achso, jetzt hat's ja geregnet gerade, ne? Oder? Theoretisch ja, ja. Er hat sich zumindest so angehört. Ja, Feuer ist noch an. Da unten drunter. Das ist gut. Er hat halt eh schon zehnmal geregnet. Ich hab das nur nicht wahrgenommen. Aber wo ist jetzt? Wo ist der Holzstab, den ich heute hatte? Holzstock. Hallo? Ja, als ob der im Wasser gefallen ist. Ist ein bisschen Wasser geholt? Hier liegen überall Stöcke rum. Bei der Lager liegt ja nichts. Ja, wir bauen uns jetzt einen Grundstock auf an Verbänden und Trocken- oder Räucherfleisch. Trockenfleisch können wir ja, trockengestellt könnte ich eigentlich auch nochmal bauen. Und dann gehen wir nochmal richtig schön erkunden. Schön erkunden. Ja. Ich mach mal richtig schön erkunden. So. Ja, dann würde ich sagen, ob wir schon in der nächsten Folge uns erkunden gehen. Müssen wir so erkunden gehen? Ach ja, ihr wird schon sehen. Bis zum nächsten Mal zu Greenhell. Tschüss. Tschüss.